Braucht die Schweiz? Braucht es Ausland? Brauchen wir eine zweite Gotthardröhre? Geht es auch anders? Lässt man die zwei Spuren wirklich geschlossen oder sind plötzlich alle vier offen? Wie steht es mit der Sicherheit? Stau am Gotthard, Stau aber auch in der Agglomeration Luzern. Reicht das Geld vom Bund für beides? In Sempach hat man darüber diskutiert. Mit dabei Bundesrätin Doris Leuthard, der Regierungsrat Robert Küng, die Ständeräte Konrad Graber und Filippo Lombardi, Nationalrat Regula Ritz und Thierry Burkhardt, der Regierungsrat Markus Züst und vom Gewerbeverband der Gaudenz Zemp sowie rund 700 Besucher in der Festhalle. Der Regierungsrat Robert Küng von Willisau hat dabei die Position vom Kanton Luzern vertreten. Regierungsrat Robert Küng, die Situation für den Kanton Luzern mit zweiter Gotthardröhre, ohne zweite Gotthardröhre. Die Luzerner Regierung hat ja die Position «Ja, aber». Also wie präsentiert sich die? Ja, unsere Position «Ja, aber» ist ganz klar entstanden, weil wir mit unserer Position haben wollen, auf die Verkehrsverhältnisse der Agglomeration Luzern aufmerksam machen. Wir haben ein Projekt, wo vom Bundesrat noch genehmigt werden sollte, der Bypass Luzern, wo wir einen klaren Zusammenhang sehen zu den Gotthardröhren. Wir haben gesagt, aber weil wir den Gotthard nur unterstützen können, wenn man auch die Luzerner Verkehrsprobleme ernst nimmt und die Kapazität nicht erhöht. Bei einer allfälligen Kapazitätserhöhung haben wir in Luzern noch mehr Verkehr und darum hoffen wir, dass wirklich mit dem Verfassungsartikel hier die Kapazität begrenzt werden kann. Also wir gehen davon aus, dass der Verkehr generell wird zunehmen, er wird auch am Gotthard zunehmen, aber er darf nicht zunehmen, dass dann nachher ganz Europa, wenn allenfalls vier Spuren zur Verfügung stehen, über den Gotthard fährt, dann sind wir endgültig am Anschlag in der Agglomeration. Normaler Wachstum von 3% mag der Gotthardtunnel noch so verleiden, auch in Luzern. Aber wir wollten darauf hinweisen, dass wir mit 92'000 Fahrzeugen im Reussporttunnel gegenüber vom Gotthard, wo nur 17'000 durchfahren, viel, viel grösseren Handlungsbedarf haben, weder als der am Gotthard ist, wenn man von Verkehrszahlen redet. Wie lange muss man auf die Entlastung warten? Was gibt es noch für einen Zeithorizont? Der Bypass, der ist im Moment im Modul C bei den Engpassbeseitigungsprojekten. Das heisst, wir gehen von einem Zeithorizont 2035 aus. Wie achten Sie auch die Sondersendung zur zweiten Gotthardröhre? Den genauen Ausstrahlungstermin blenden wir dann ein auf der Programmtafel.